Niemand hätte sich vor einigen Jahren träumen lassen, dass sich eines Tages auf der ganzen Welt ein Gericht breit machen würde, das überall gleich viel Fleisch, gleich viel Salat, gleich viel Zwiebeln und gleich viel Soße enthält. Innerhalb weniger Jahre haben die Hamburger Lokale die Jugend im Sturm erobert. Da und dort bangen die traditionellen Gastwirte um ihre Kundschaft. Eine Modeerscheinung? Oder Anbruch eines neuen Esszeitalters? Wird der Tag kommen, wo man nicht mehr achtlos an der Hamburger Bude vorbeigehen darf, ohne dafür bestraft zu werden? Wie einst der Schweizer Nationalheld Wilhelm Tell, der sich, so die Legende, den Bürgerpflichten nicht fügen wollte und zur Strafe seinem Sohn einen Apfel vom Haupt schießen musste? Hamburger. 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 Hamburger.